Guten Nachmittag wünsche ich Ihnen allen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr verehrte Jurymitglieder, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie als Präsident des Verbandes Deutscher Konzertchöre, Eckhard Klemm ist mein Name, und ich habe die Freude und die Ehre, Sie heute Nachmittag durch diesen Konzertnachmittag führen zu dürfen. Wer ist der Verband der Deutschen Konzertchöre? Es ist ein Zusammenschluss von zurzeit etwa 550 Chören bundesweit. Da sind vor allen Dingen sehr ambitionierte Chöre dabei, philharmonische Chöre, Singakademien, Kammerchöre, auch etliche Jugendchöre, Kinderchöre sind darunter. Und der Verband der Deutschen Konzertchöre bietet diesen Chören einerseits eine Vernetzung an, andererseits auch Serviceleistungen. Und eine unserer wichtigsten Veranstaltungen ist alle vier Jahre ein deutsches Chorfestival, das dieses Jahr in Lübeck stattfinden sollte. Aus bekannten Gründen ist das nicht möglich gewesen, und innerhalb dieses Chorfestivals gibt es normalerweise ein Podium junger Gesangssolisten. Der Sinn dieses Podiums ist, den Gedanken eines Podiums mit dem eines Wettbewerbs zu kombinieren. Es gibt also Preise, aber viel wichtiger für die jungen Stimmen, die wir gleich hören werden, ist, dass sie sich präsentieren können, und normalerweise sitzen die Damen und Herren unserer Chöre, sowohl die Leiter, Leiterinnen als auch die Chorvorstände und viele andere hören sich bei dieser Gelegenheit die jungen Stimmen an, und wenn es gut läuft, engagieren sie sich sozusagen vom Fleck weg für ihre Konzerte. Das ist der Sinn dieses Podiums junger Gesangssolisten, deshalb heißt es auch Podium und nicht Wettbewerb, weil der Podiumsgedanke uns selbst der wichtigere ist. Jesum wieder, gebt mir meinen Jesum wieder. Seht, das Geld dem Mörder Lohn, wirft euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Seht, das Geld dem Mörder Lohn, seht, das Geld dem Mörder Lohn, wirft euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Seht, das Geld den Mörder Lohn, wirft euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder. Seht, das Geld den Mörder Lohn, wirft euch der verlorene Sohn zu den Füßen nieder.
mache dich mein Herz herein. Mache dich mein Herz herein, ich will Jesum selbst begraben, ich will Jesum selbst begraben. Mache dich mein Herz herein. Mache dich mein Herz herein. Ich will Jesum selbst begraben. Ich will Jesum selbst begraben. Ich will Jesum selbst begraben. Thank you.
Mit Würd und Hoheit angetan, mit Schönheit, Stärk und Mut begabt, in Himmel aufgerichtet steht der Mensch. Erhabene Stirn verkünd der Weisheit tiefen Sinn und aus dem hellen Blicke strahlt der Geist des Schöpfers auch und Ebenbild. Aus dem hellen Blicke strahlt der Geist des Schöpfers Hauch und Ebenbild. An seinen Busen schmieget sich für ihn aus ihm geformt, die Gattin hold und anmutsvoll, die Gattin hold und anmutsvoll. Geht die Freude heißt so schön, geht die Freude heißt so schön, sucht die Anmut zu gewinnen, geht und labet und labet, Herz und Sinnen und labet, Herz und Sinne. Geht die Freude heißt so schön, geht die Freude heißt so schön, sucht die Anmut zu gewinnen, geht und labet, Herz und Sinnen, labet, Herz und Sinnen.
Mein Wandel auf der Welt ist einer Schifffahrt gleich. Bedrängnis, Kreuz und Not sind Wellen, welche mich bedecken und auf den Tod mich täglich recken. Mein Anker aber, der mich hält, ist die Barmherzigkeit, mit der mein Gott mich oft erfreut. Er rufet so zu mir: Ich bin bei dir, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Und wenn das Wüten volle Schäumen sein Ende hat, so tret ich von dem Schiff in meine Stadt, die ist das Himmelreich, wohin ich mit den Frommen aus vieler Triebsal werde kommen. Endlich, endlich wird mein Wieder von mir weichen müssen. Endlich, endlich wird mein Joch wieder von mir weichen müssen. Deinen Bund verlassen und deine...
sage nochmal die Namen in der Reihenfolge des Auftretens. Alice Lackner, Mathis Koch, Johannes Fritsche, Anne-Marthe Schreutemaker. Ich hoffe, das ist richtig. Dann haben wir gehört Rahel Brede, Florian Neubauer, Amelie Bayer und Jakob Gress.